Einstimmen fürs siebte Spiel dieser Preseason. Rasta Fechter tritt an bei den Cuxhaven Baskets. Allerdings ohne Rekonvaleszent Oliver Makeldans und den von einem Infekt geschwächten Urule Igbafboa. Rasta in den schwarzen Trikots mit Guard Richie Williams, Faisal Aiden, Jacob Dirksen, AJ Rudowitz und Dirk Medrich. Flying Dirk mit dem Kopf durch die Wand und dem Ball durch den Ring. Starke Aktion vom Center. Gut 500 Zuschauer in der Rundturnhalle sehen eine offensivstarke Fechterer Mannschaft, in der Jacob Dirksen mit 22 Punkten und einer 90-prozentigen Quote herausragt. Nach gut 5 Minuten hat der Beko BBL-Aufsteiger alles im Griff und kann sich deutlich absetzen. Der schnelle Faisal Aiden deutet hier einmal mehr an, dass er eine echte Verstärkung für Rasta sein kann. Alle Anfeuerungen für die Hausherren helfen in den ersten 10 Minuten nichts. Dylan Telly lässt gleich 3 Baskets neben oder hinter sich und trifft mit Foul richtig spektakulär. Nach dem ersten Viertel führt Rasta mit 31:18 beim Pro-A-Ligisten. Ja, ich denke, wir werden keine großen Probleme in der Offensive haben. Da wird bestimmt Spiele, wo das vielleicht nicht so läuft, wie wir das vorstellen. Aber ich denke, wir haben viele Optionen in der Offense. Und meine große Aufmerksamkeit geht jetzt um unsere Verteidigung zu verbessern. Weil dadurch werden wir die Spiele gewinnen, nicht durch die Offense. Patrick Ilsys Worte sollte die Mannschaft ernst nehmen. In den letzten Partien war vor allem das Zulassen von Dreiern ein großes Problem der Team-Defense. Und das wird zeitweise auch gegen Cuxhaven wieder deutlich. Gleich 22 Mal versuchen sich die Baskets aus der Distanz, treffen zum Glück aber nur 6 ihrer Würfe. Ja, wir müssen an komplette defensive Einstellung arbeiten. Ich denke, wir versuchen jetzt sehr gut individuell zu verteidigen, aber das muss man in der Gesamtmannschaft, eine Team-Defense muss gestärkt werden und da arbeiten wir dran. Spielerisch leicht hingegen sieht es ein ums andere Mal in der Offense aus. Faisal Aiden mit 2 wunderschönen Punkten, der Guard steht am Ende bei 8 Zählern und 7 Rebounds. Halbzeit an der Küste, Rasta führt nach schwächerem zweiten Viertel nur noch mit 4 Punkten, 48:44. Cuxhaven kommt nach der Pause sogar bis auf einen ran. Dann übernimmt Richie Williams das Kommando. In wenigen Minuten trifft der Spielmacher gleich für 8 Punkte und bringt seine Mannschaft endgültig auf die Siegerstraße. Und Dylan Telly macht's dann ähnlich schön wie Faisal Aiden und trifft ganz elegant mit richtig viel Gefühl. Rasta gewinnt das dritte Viertel mit 23:16, lässt die Dinge danach aber mächtig schleifen. Ein typisches Spiel in der Preseason eben. Wir haben einen sehr guten dritten Viertel gespielt. Das erste Viertel ging auch noch, aber der zweite und der vierte Viertel war nicht so nach meinem Geschmack. Aber wir haben viel gewechselt und im Großen und Ganzen war das okay. Alle 11 von Patrick Elsie eingesetzten Spieler punkten. Rasta Fechter gewinnt mit 83:80 in Cuxhaven. Jetzt aber wartet der erste echte Härtetest. Samstag geht's gegen Bayreuth. Ja, ich will sehen, dass wir in die Bundesliga mithalten können. Dass wir da nicht unter die Räder kommen. Und das wird natürlich ein super Spiel für uns. Insofern, dass wir in Spielen gegen Bayreuth, eine Mannschaft, die meiner Erachtens zwischen den 5. und 10. Platz landen können und so das wäre ein guter Test für uns und auch auswärts in Bayreuth ist auch schwierig zu spielen, so dass das ähnelt das Spiel, das erste Spieltag, wenn wir in Trier spielen und so für uns ist es ein sehr guter Test und ich freue mich auf das Spiel. Eine lange Vorbereitung nähert sich dem Ende. Das Viererturnier in Bayreuth hält vielleicht noch ein weiteres Spiel gegen einen Erstligisten bereit. Im zweiten Halbfinale nämlich trifft Würzburg auf den BC Betancourt aus der Schweiz. Nach dieser Generalprobe am Wochenende gilt alle Konzentration dann dem Beko BBL-Auftakt am 3. Oktober in Trier. Dorthin wird die Mannschaft dann von wesentlich mehr Rasta-Fans begleitet als noch nach Cuxhaven.